So, ich war da mal im Aldi einkaufen, im Aldi Süd, und für knapp oder für 21 Euro habe ich das hier gekriegt. Ist jetzt nicht das günstigste, aber auch nicht das teuerste. Und zwar habe ich hier einmal drei Pakete Bananen, circa je ein Kilo, das sind jetzt 0,7 Kilo, das ist ein Kilo. Mist, hier waren einmal Bananen, die nicht bio sind, in dem Bio-Bananen-Dingens, das habe ich gar nicht gesehen, sehe ich jetzt erst. Die sind mittlerweile, wie man hier sieht, auch Fairtrade für 1,60 € pro Kilo. Dürfte so das günstigste sein, was man so in Supermärkten bekommt. Oder auch allgemein ja in Bio-Qualität bekommt. Dann habe ich hier ein paar Pfirsiche. Gucke ich eben mal drauf. Ich gucke jetzt auf das Handy-Display. Könnt ihr auch sehen. Wo sind sie denn? Fairtrade Bio-Bananen. Bananen. Bio-Bananen. Bio-Bananen. Ach, Aprikosen sind das. Ach ne, Aprikosen wieder rausgenommen. Pfirsiche. Das ist das Blatt geknickt. 1,60 € auch. Das ist ein Kilo. Ist also von den Kalorien her doppelt so teuer wie Bananen, würde ich sagen. Habe ich mir mal ein Kilo geholt, einfach so. Dann die Kartoffeln, das sind deutsche Kartoffeln. Also ich habe also nach meiner Pestizidliste eingekauft, die auf Greensquare und andere Analysen. Und deutsche Kartoffeln sind demnach nicht pestizidbelastet. Und da kostet jetzt ein Kilo Kartoffeln nur 40 Cent. Ist richtig geil. Damit ist das sechsmal günstiger pro Kalorien als Bananen. Und sogar noch günstiger als der günstigste Bio-Reis, weil Reis ist belastet. Da muss man dann Bio holen. Dann habe ich hier ein Kilo Erdbeeren, die würde ich mir gleich reinziehen. Die sind schon gut reif. Komplett rot, bisschen weich, riechen schon richtig aromatisch. Die kosten nur, haben nur 1 Euro gekostet und da das, ich glaube, es waren deutsche Erdbeeren. Ich kann ja mal kurz nochmal auf die Liste gucken. Die habe ich mir ausgedruckt. Noch nicht im perfekten Format. Aber ich falte die immer einmal. So, ich suche mal kurz die Erdbeeren erstmal so. Ja, da irgendwo waren sie. Stellt ihr das scharf? Könnt ihr so in der Mitte sehen jetzt circa. Nicht scharf gestellt leider. Aus D, also Deutschland, Spanien und Marokko. Entweder waren die jetzt aus Spanien oder aus Deutschland, weiß ich nicht mehr. Da sind die halt nur ein bisschen belastet. Habe ich bisher noch keine Probleme mit gehabt und kosten halt nur 1 Euro für 500 Gramm. Ist jetzt natürlich wieder viel teurer als Bananen pro Zucker oder pro Kalorien. Aber Erdbeeren sind einfach geil. Habe ich drei Avocados geholt für 75 Cent pro Stück. Das geht eigentlich noch. Die Melone war auch ganz geil. Die wiegt circa 4 Kilo. Also jetzt nicht so eine mega schwere Melone. Eigentlich hätte ich zwei gebraucht, aber ich hatte nur einen Rucksack zum Einkaufen. Das habe ich alles in den Rucksack gepackt. Und zwar in einen ganz normalen Rucksack. Das ist der Rucksack. Da passt halt alles rein. Musste zwar schon mal nähen, weil er einmal abgerissen ist, so ein Träger, aber egal. Und pro Stück kosten die 2,50 € und damit wären wir bei ca. 60 Cent pro Kilo. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Preis. Im Netto kosten die noch 1,20 € pro Kilo. Habe ich mir drei Honigmelonen geholt, die waren jetzt auch wieder teuer. 1,90 € pro Stück. Finde ich aber persönlich sehr geil und sind auch sehr nährstoffreich. Die Birnen haben, glaube ich, 1,50 € pro Kilo gekostet. Ich gucke nochmal nach. Vielleicht auch mehr, weniger, vielleicht auch mehr. Birnen, 1,40 € für 1 Kilo war das. Birnen kann man ja mit Schale essen und die sind eigentlich dann pro Kilopreis, haben die eigentlich dann genau die gleichen Kalorien wie Bananen, weil die Bananen halt ein Drittel, da muss man ein Drittel von abziehen wegen den Schalen. Und damit habe ich dann sozusagen für 1,40 € das gleiche wie für ein Kilo, wie ich bei Bananen hätte, damit bin ich dann sogar noch günstiger. Und die waren jetzt auch aus einem Land, habe ich halt bei der Liste nachgeguckt, wo die wenig belastet waren. Genau wie beim Eisbergsalat aus Deutschland, der ist wenig bis gar nicht belastet. 50 Cent pro Kopf, sind ca. 600 Gramm.
Einer war, glaube ich, 700, der andere 500. Ja, dann kann man immer so ein oder zwei am Tag essen, je nachdem. Ich werde wahrscheinlich bei einem bleiben. Dann habe ich grünen Spargel gekriegt, den werde ich dämpfen. Muss man ja auch nicht schälen und so, einfach reinwerfen in den Dämpfer. Ich habe so einen Aufsatz für einen Topf und der hat 1,60 € gekostet für 500 Gramm. Sonst noch was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Besonders finde ich das geil mit der Melone, da werde ich mir noch ein paar holen. Habe ich jetzt noch nicht, ist glaube ich trotzdem teurer. Oder teuer für die Kalorien her, also ich berechne das halt immer alles auf Kalorien. Sehe ich da eine schlechte Kartoffel? Egal, die Kartoffeln, da werde ich mir jetzt immer von Aldi die reinziehen, wenn ich nicht im Container genug finde. Die Avocados sind auch ganz okay für den Preis, die Erdbeeren eigentlich auch. Die Melone werde ich mir nochmal holen, ja. Und das Grünzeug. Das soll besser sein als Spinat. Also natürlich nicht von der Nährstoffdichte her. Aber ich habe da halt keine Oxalsäure drin und der Preis ist dann trotzdem insgesamt noch günstiger für die gleichen Mikronährstoffe. Man muss halt nur mehr von essen. Das ist die Sache. Alles klar. Bis dann.